hat ja den tödlichen Unfall gegeben oder tragischen Unfall der Muriel Fuhrer, die dann verstorben ist. Wie kriegt man das so, wenn man quasi auch schon im Tunnel ist, wie bei euch dann beim Rennen? Genau. Das war ja unmittelbar, also, quasi beim Rennen. Wie kriegt man das mit? Ganz tragisch. Und wir haben unter Anführungszeichen jetzt das Glück gehabt, dass wir es nicht vorm Rennen gewusst haben. Ja. Wir haben das erst danach erfahren und waren halt danach dann zutiefst traurig auch einfach, weil das halt was ganz Tragisches ist. Wir haben davor gewusst, dass sie halt in einem kritischen Zustand liegt. Aber es hofft natürlich jeder, dass nicht sowas passiert. Und das dann nach dem Rennen zu hören, wo halt die Emotionen auch hoch sind, ist dann nicht schön. Ja. Du hast auch miterlebt bei der Tour of Austria, André Drege, der dort verstorben ist. Wie kann man das verarbeiten? Wie macht ihr das mit der Mannschaft oder jeder persönlich für sich? Wie geht das? Ich muss ehrlich sagen, das verarbeitet eigentlich jeder persönlich. Mhm. Einer tut sich da ein bisschen leichter, einer schwerer. Es ist und bleibt halt einfach tragisch, das Ganze. Grundsätzlich ist sich aber auch jeder irgendwo ein bisschen diesem Risiko bewusst, würde ich jetzt mal sagen. Aber man hofft halt nie, dass sowas eintritt. Und wie gesagt, der eine, der kann damit ein bisschen besser umgehen, der andere schlechter. Wir haben alle das Glück gehabt, dass wir ihn jetzt nicht so persönlich gekannt haben, weil das spielt natürlich auch eine große Rolle. Aber ja, fertig ist man danach trotzdem und es dauert seine Zeit im Kopf, dass man wieder das Ganze vergisst, unter Anführungszeichen, oder halt. Ja, fragen Sie auch viele natürlich dann, wie ist das bei einem jungen Sportler in den kommenden Rennen, die folgen, wird ja immer ein bisschen im Hinterkopf sein. Es hängt schon im Hinterkopf, gerade wenn man dann Abfahrten schnell fährt und das ist halt das Problem, selbst wenn solche Unfälle passieren, man kann nicht dann auf einmal sagen, man fährt nicht mehr volles Tempo mit, weil dann ist einfach das Rennen vorbei für einen selber und alle anderen fahren halt voll und dementsprechend ist das halt immer so ein bisschen so ein Zwiespalt.